Hi, meine lieben Fitnessfreunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht's um zwei Bilder. Einmal das hier und einmal das hier. Im Endeffekt geht's nicht nur um die beiden hier, sondern es geht mehr um die anabole Diät. Über die anabole Diät möchte ich ein bisschen was erzählen, aber es geht mehr um meine Erfahrungen damit und wie ich es geschafft habe, von dem zu dem Bild in kürzester Zeit zu kommen. Ja, dann fangen wir mal einfach mal an. Im Endeffekt, anabole Diät. Anabol ist für die meisten immer so ein abschreckendes Wort. Anabol heißt nichts anderes wie aufbauen, genauso wie Katabol, abbauend. Diät ist eigentlich nicht immer nur verbunden mit Abnehmen, sondern kann auch zunehmen gemeint sein. In der anabolen Diät ist es so, dass man sehr viel Fleisch isst und wenig Kohlenhydrate. Im Endeffekt sieht deine Woche so aus, dass du erstmal ja rein startest in den Tag, wahrscheinlich mit Eiern oder was auch immer, auf jeden Fall kohlenhydratarmes Zeug, und dann den ganzen Tag viel Fett und viel Protein isst. Es wird meistens so ablaufen, dass du 30 bis 35% Protein zu dir nimmst, dann ja so circa 55 bis 60% Fett und dann noch 5 bis 10% Eiweiß. Das machst du dann meistens 5 Tage und dann kommen noch am Wochenende entweder 1 oder 2 Tage, wo du dann die Kohlenhydrate ein bisschen nach oben gehst und dann sozusagen den Glykogenspeicher füllst und somit auch wieder mehr Energie bekommst, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ich möchte über meine Erfahrungen in der anabolen Diät und meine körperliche Veränderung ein bisschen erzählen. Also ich habe damals mit der anabolen Diät angefangen, ich bin über Simon Teichmann darauf gekommen, zufälligerweise im Internet, und übers Buch Ernährungsstrategien für Bodybuilder und Kraftsportler. Und da wurde die anabole Diät eben auch kurz beschrieben. Und da ich damals ein sehr großer Fleischkonsument war, habe ich mir gedacht, boah geil, probierst du halt mal aus, das ganze Zeug, schaden wird's ja nicht. Ich habe mir dann eben, das habe ich dann eben so, ja, ziemlich lange durchgezogen. Und das Bild, wo ich gerade eben gezeigt habe, das hier ist dann kurz vorm Fotoshooting entstanden. Nachdem ich dann noch eine 6-wöchige Diät mit der anabolen Diät durchgezogen habe. Ja, so ein Tag mit der anabolen Diät ist eigentlich recht fleischhaltig, fett- und proteinhaltig. Man steht in der Früh auf, haut sich erstmal 5-6 Eier rein, dann am Mittag sein ja, Hackfleisch, Putenbrustfilet ist ja schon fast wieder zu fettarm. Man isst auch viele Paranüsse und Paranusskerne, also viel Zeug, wo Fett hat. Der Hintergedanke einfach von der anabolen Diät ist eigentlich auch, dass man einfach die Kohlenhydratspeicher leert und dann aufs Fett zugreift. Und anfangs, war ich High Carb, Low Fat. Anfangs habe ich ein ziemlich krasses Defizit gerade in meiner Kraft gemerkt. Was aber weg war, war zum Beispiel die Mittagsmüdigkeit. Aufgrund der Kohlenhydrate ist ja meistens dann Insulinspiegel steigert sich ja oder steigt an und dann kommt man quasi nach dem Mittagessen oft in die Mittagsmüdigkeit. Das hat mich dann immer als Schüler sehr eingeschränkt und als ich die anabole Diät angefangen habe, war es dann wirklich so, dass ich dann wirklich gemerkt habe, war auch gut, Mittagsmüdigkeit ist weg, das war der erste Punkt, wo ich begeistert war. So nach 1-2 Wochen habe ich mich dann an die anabole Diät gewöhnt und dann ging auch wieder richtig krass was im Training. Ich habe dann gemerkt, okay, mein Körperfettgehalt, der schmilzt gerade vor sich her, aber habe natürlich keine Einbußen in Kraft gehabt, was ich dann auch ziemlich faszinierend fand. Die anabole Diät ist eigentlich ein recht interessantes Konzept, wo man eigentlich anfangs ziemlich skeptisch ist, weil da gibt es auch ein Buch drüber, wo der Autor dann erzählt, wie er es mit seinem Freund gemacht hat und dass die ja so große Erfolge hatten, obwohl die nur Scheiße gefressen haben, wortwörtlich. Also nicht wortwörtlich, aber wirklich nur Scheiße gefressen haben. Und das war dann anfangs recht hart, denn ich bin dann auch anfangs, als ich dann quasi in Muskelaufbau, Fettabbau gegangen bin, war ich dann auf 3600 Kalorien. Und
Das habe ich dann schon über ein paar Monate hinweggezogen. Aber ich habe zuerst auch gedacht, ja, okay, Andi, fahr runter, du wirst es dann ein richtiges, schönes Massemonster. Ist aber nicht passiert, denn ich hatte ja Arbeit, hatte meine Schule, Ausbildung und dann noch Training und da hatte ich dann schon einen guten Grundumsatz, wenn ich dann bis 23 Uhr nachts unterwegs war. Und ich hatte dann wirklich Einbußen quasi in mein Körperfettgehalt, was aber jetzt auch nicht schlimm war, was ich hier erreichen wollte. Mein zweites Ding war halt, ich habe dann extrem viel Muskeln, also meiner Ansicht nach Muskeln aufgebaut. Natürlich hätte mehr gehen können, würden jetzt die einige da draußen sagen, wie auch immer, aber ich war halt auch noch völlig im Alltag eingespannt und ich muss auch wirklich sagen, ich hätte es nicht so durchgezogen mit meinen wunderbaren Trainingspartnern aus dem Allgäu und in Regensburg. Grüße an euch da draußen. Ohne die hätte ich es natürlich nicht geschafft, das Training so durchzuziehen. Und dann sehr geil bei einer Anabolen-Diät in eine Diät zu gehen mit Kaloriendefizit. Ich habe dann damals vor dem Fotoshooting, habe ich dann, Moment, ich hole schnell meinen Fitnessordner. Da habe ich dann damals in der Diät habe ich so einen 6-Wochen-Plan gemacht. Da bin ich dann von 2800 Kalorien bis auf eine Woche nur 1600 Kalorien runtergegangen. Und das hat mir dann noch den Rest gegeben. Und Anabole Diät ist eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Und jeder, der es ausprobieren will, ich kann es gerne machen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal gemacht habt, so eine Anabole Diät, oder ob ihr mehr davon wissen wollt. Denn ich habe ja nicht sehr viel von der Anabolen Diät jetzt wieder speziell, wie sie abläuft, geredet, sondern nur von meinen Erfahrungen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann versuche ich das in ein kompaktes, kleines 5-Minuten-Video reinzupacken, wie das alles abläuft und was ihr alles zu euch nehmen solltet. Ansonsten, hier könnt ihr den Channel, ja, hier könnt ihr den Channel kostenlos abonnieren und hier kommt dann noch zum anderen Video von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Meine lieben Fitnessfreunde, bleibt im Training, bleibt entspannt und ciao!